Hallo, willkommen zur neuen Ausgabe von In Farbe. Wir befinden uns heute für euch am Paul-Bonatz-Campus der Uni Siegen. Und zwar stellen hier heute die Speeding Scientists Siegen, also das S3 Racing Team, ihr neues Rennauto vor, in dem sie gebastelt haben. Und wir gucken uns das heute einfach mal an. Ich bin froh, dass so viele den Weg nach uns gefunden haben, ins wunderschöne Siegen. Und schon geht es für die Speeding Scientists los. Aufgeregt leiten die jungen Autobauer die Veranstaltung an. Allen voran den Teamleiter, Fabian Rompf. Zunächst werden die einzelnen Baugruppen vorgestellt. Ihre Gruppenleiter erklären, in welchem Bereich des Bauprozesses sie beteiligt waren und was sie innerhalb ihres Arbeitsschrittes geleistet haben. Zu diesen Bereichen gehören die Arbeit am Chassis, dem Fahrwerk, der Antriebstechnik, der Elektronik, der Vermarktung, dem Partnermanagement und der Vereinsarbeit. Ganz allein steht das S3-Team allerdings nicht da. So werden sie von über einem Dutzend Unternehmen und Vereinen aus der Umgebung gesponsert. Jeweils ein Vertreter zweier Sponsoren stehen hier ebenfalls auf der Bühne und stellen sich und Unternehmen vor. Sie erklären, wie es zur Kooperation mit S3 kam und wie sie beim ganzen Unterfangen der Konstruktion und Fertigung geholfen haben. Nach nun einer Stunde ist das Bühnenprogramm vorbei. Die Speeding Scientists stehen nun allesamt geschlossen auf der Bühne und sprechen ihre Dankesreden. Die Aufregung steigt. Gleich wird das Rennauto, an dem die engagierten Studierenden so lange hart gearbeitet haben, vorgestellt. Gemeinsam ziehen sie den Deckmantel um ihr Auto weg und präsentieren es der Welt. Dies ist für einige vielleicht einer der wichtigsten Momente ihres Studiums. Die jungen Studierenden beweisen hier Sponsoren und Firmen ihr unternehmerisches und ingenieurtechnisches Können. Und hier ist er, der S3 19E. Bei diesem Modell wurde auf Aluminium statt auf Carbon gesetzt. Alles in allem sollte der Wagen deutlich kostengünstiger werden, jedoch nicht an Stabilität verlieren. Für rasanten Speed sorgen vier Elektromotoren, welche jeweils hinter jedem Rad angebracht sind. Der 19E ist in der Vereinsgeschichte der erste Wagen mit Allradantrieb. Damit schafft er eine Beschleunigung von 0 auf 100 in nur 2,5 Sekunden und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km pro Stunde. Wir stehen hier gerade im Präsentationsraum der Veranstaltung. Und für euch habe ich hier den Fabian. Das ist der Teamleiter vom S3 Racing Team und er wird mir jetzt ein paar Fragen für euch beantworten. Fabian, erstmal, was ist überhaupt S3? Das S3 Racing Team ist das Formula Student Racing Team der Universität Siegen. Und wir bauen im Prinzip diesen Rennwagen und nehmen damit dann an internationalen Events teil, zum Beispiel in Spanien, Italien, Deutschland. Im Prinzip ist es ein kleiner Betrieb. Also wir haben eine Marketingabteilung, eine Wirtschaftsabteilung, die das Auto finanzieren und dann natürlich die Ingenieure, die das Auto bauen. Rennen fährt im Endeffekt an jeder, weil wir haben keinen wirklichen Fahrer so. Und es geht im Prinzip darum, das Studium einfach anzuwenden, also die Praxis zu erleben, was man halt sonst im Studium nicht unbedingt hat. Fabian, was war der Gedanke hinter dem Auto? Also wir haben halt auf Nachhaltigkeit gesetzt, deswegen das Aluminium-Monocoque. Ein vergleichbares Carbon-Monocoque wäre einfach 10-mal so teuer gewesen. Und deswegen haben wir einfach diesen Kostenfaktor abgewägt und haben gesagt, okay, lass ihn in Richtung Alu gehen. Natürlich auch für die kommenden Generationen dann ein Pluspunkt, weil einfach dieser große Batzen an Geld nicht mehr gebraucht wird. Und natürlich auf Allrad, damit wir kompetitiv weit da vorne sind. Fabian, was würdest du sagen, waren eure größten Schwierigkeiten beim Bau des Autos? Natürlich das neu entwickelte Monocoque, was eigentlich einzigartig ist in der Formula Student, zumindest in Deutschland. Der Allradantrieb natürlich auch, was auch das erste Mal in der Vereinsgeschichte vorgekommen ist. Das waren so die zwei schwersten Punkte, aber auch die innovativsten gleichzeitig. Konntet ihr das Auto schon Probe fahren? Nee, tatsächlich noch nicht. Auch wenn es fertig aussieht, ist es noch nicht fertig. In der E-Technik haben wir noch ein, zwei Punkte, die noch bearbeitet werden müssen. Wird aber Mitte des Monats dann passieren, am Verkehrsübungsplatz in Olpe. Da werden wir das Auto dann Probe fahren. Wie sieht es in der Zukunft aus? Was habt ihr jetzt mit S3 noch vor? Ja, jetzt erstmal das Auto fertig bauen, damit es auch fährt, was dann, wie gesagt, kommenden Monat passieren wird.
Dann so kleinere Ausstellungen, wie zum Beispiel der Tag der offenen Uni, an dem ihr uns auch gerne an unserem Stand besuchen können, kommen könnt. Dann das Weinauer Frühlingsfest und andere Veranstaltungen, so kleinere, wo das Auto ausgestellt wird. Natürlich das Testing, was besonders viel Spaß macht. Und dann die Renn-Events. Ja, super. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir für die Beantwortung der Fragen. Und ja, das war's jetzt mit unserem Beitrag zum Thema S3 Racing Team und ihrem neuen Auto. Ich hoffe, euch hat's gefallen und schaltet auch beim nächsten Video wieder ein.